Jetzt bin ich 10 Jahre alt und bekomme endlich meine Pokémon-Lizenz. Während du dir hier das Video anschaust, übernehmen wir erstmal deinen Gym. Willkommen zu WatchMojos Top 5 Fakten, der Ort, an dem wir euch mit frischen Fakten zu aktuellen Trends versorgen. Und diese Fakten werden die besten Fakten sein, wie keine vorher waren. Pokémon Go. Bedenkt bitte, dass das hier keine konkreten Tipps sind, um eure Fähigkeiten zu verbessern. Und wir werden hier auch keine verrückten Pokémon Go-Unfälle anschauen. Also wird es hier keine Überfälle oder Leichen zu sehen geben. Aber an dieser Liste arbeiten wir schon. Was ziemlich unvorhergesehen für die Spieler war, ist, dass Pokémon Go sie nicht zu Pikachu geführt hatte, sondern zu einer Leiche. Nummer 5. Das Spiel war zuerst als Scherz gedacht. Ah, der 1. April. Der Tag, an dem Computerspielhersteller den Gamern gern mal einen Streich spielen. Wir schreiben das Jahr 2014 und Google spielte den ultimativen Pokémon-Streich und zeigte uns, wie es wäre, wenn man im echten Leben Pokémon fangen könnte. Wir stellen dir einen neuen Job vor mit einer neuen Herausforderung. Zu dem Zeitpunkt hatte Google schon ein Augmented Reality-Spiel namens Ingress. Deswegen war es nicht so weit hergeholt, dass sie nicht auch ein Augmented Reality-Pokémon-Spiel hätten machen können. Aber dann haben wir das Veröffentlichungsdatum des Trailers gesehen und dann war klar, dass das leider nur ein schöner Traum war. Aber Nintendo und Niantic, der Firma hinter Ingress, hatten mit der Idee noch Großes vor. Nummer 4. Gyms an merkwürdigen Orten. Ist in den USA schon passiert, da sind Jugendliche unterwegs an Stellen, wo sie gar nicht sein dürften, weil da die Pokémons versteckt sind. Und genau das kann natürlich auch passieren hier in Deutschland. Dann ist man ja auch dazu geneigt, Orte zu besuchen, wo man wirklich nicht hin darf. Dann wär doch einfach Gymleader an sichereren und cooleren Orten. Du kannst immer noch aussteigen, Ash. Wieso soll ich kneifen? Ich gewinne ja. Statt zu quasseln, guck mir lieber dabei zu. Einige Gyms gibt es sogar an ganz besonderen Stellen. Im Weißen Haus zum Beispiel hat sich ein Tauboss namens Merica niedergelassen. Oder zum Beispiel Boone Sheridan aus Massachusetts, dessen Haus aus Versehen ein Gym wurde, da es einmal eine Kirche war. It's a little awkward because you'll see someone standing on the sidewalk looking into their phone at our house. Offensichtlich sind alle Kirchen Gyms. Another church. Pokémon seem to be very religious creatures. Worüber sich die sehr erzkonservative Westboro Baptistengemeinde in den USA sehr geärgert hat. Aber sofort hat das bei Lesben und Schwulen beliebte Pokémon Pipi namens Love is Love den Gym übernommen. Natürlich haben die dagegen rebelliert. Aber vielleicht gefällt ihnen ja das Pokémon Magma namens Satan mit der Kampfkraft 666 besser. Nummer 3. Größer als Tinder und Twitter. Das ist klasse! Yeah! Glück muss man haben. Es ist keine Überraschung, dass das Spiel so ein Erfolg wurde, da Augmented Reality eine neue, spannende Sache ist und das Spiel seit den 90er Jahren ein Phänomen ist. Aber welche wahre Größe es erreicht hat, ist unglaublich. Pokémon Go hat tatsächlich mehr aktive User als Twitter. Die Ranking-Website SurveyMonkey Intelligence hatte Pokémon Go sogar eine Zeit lang als größte mobile App überhaupt eingestuft. Sie hat Tinder nicht nur in einem Tag überholt, sondern der Begriff Pokémon Go wurde sogar öfter gesucht als Porno. Gehst du denn nie ins Internet? Mit dem beschissenen Telefonmodem, das nervt doch. Nein, ich gehe nicht ins Internet. Ich dachte, das ist für Loser. Warum habt ihr mir denn nichts gesagt? Und ein kleiner Funfact noch nebenbei. Da Pokémon Go alle Entfernungen im metrischen System, also Zentimeter und Meter, angibt, suchen US-Amerikaner beinahe genauso oft Rechner, die ihre Inches und Feeds umrechnen. Na bitte, unser Brett hat ganz schön was in der Birne. Du bist ein smarter Mistkerl. Das war richtig. Das metrische System. Nummer 2. Die Pokönomie wächst. Nach längerer Zeit hat Nintendo endlich mal wieder einen waschechten Hit und kann in Geld schwimmen wie Donald Duck. Das Spiel ist zwar kostenlos, aber Nintendos Aktien fliegen gerade höher als das legendäre Lugia. Das Lied, es hat meine Kräfte wieder erwachen lassen. Und das alles, obwohl sie nur einen Teil des Profits einheimsen können, weil sie es natürlich nicht alleine programmiert haben. Übrigens, auch viele Geschäfte profitieren von Nintendos Erfolg. So haben in Amerika schon viele Cafés und Bars sogenannte Lockmodule gekauft, um mehr Kunden anzulocken. Nachdem er herausgefunden hatte, dass alle seine 4 Geschäfte entweder Gyms oder Pokestops waren, hat er eine Art Poke-Brutkasten für seine Kunden entwickelt. Außerdem werden jetzt sogar schon sogenannte Nacht-Pokestops angeboten, bei denen die DJs die ganze Nacht Lockmodule für die tanzenden Jäger zur Verfügung stellen. Und wenn du wieder erwarten mal keine Lust mehr zum Jagen hast, wird es bestimmt bald ein paar Geschäftstüchtige geben, die dir für Geld ein paar Pokémons fangen.
Nummer 1. Es hilft, Bekanntschaften zu schließen. Hey, Dad! Sieh doch mal! Dad, hier drüben! Dad, eine Giraffe kriegt ein Junge! Dad! Sicher, das Spiel kann in 2 Monaten wie viele andere Apps in der Versenkung verschwunden sein. Das verändert aber nicht die Tatsache, dass es wirklich was Besonderes ist. Und nicht nur, weil wir nun endlich die Pokémon auch im wahren Leben sammeln können, sondern weil man beim Spielen unglaublich schnell reale Bekanntschaften schließen kann. Wir kennen uns alle nicht, aber wir spielen alle gemeinsam Pokémon Go. Man läuft auf dem Schlossplatz rum und irgendwelche Leute sprechen dann an von wegen Pokémon Go. Und das ist halt einfach freudig, weil jeder jeden kennenlernt. Das Einzige, was du dafür tun musst, ist zum nächsten Pokéstop zu gehen. Allein schon, weil du auch spielst, ist das Eis sofort gebrochen. Pikachu! 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 Selbst bei Depressionen und Angstzuständen soll es schon dem einen oder anderen geholfen haben. Und durch Pokémon Go wurden auch schon ganz andere Beziehungen geschlossen. Du hast es geschafft, Pikachu! Pikachu! Wir werden immer Freunde sein, nur du und ich. Ich würde alle. Das klingt jetzt vielleicht wie einer dieser kitschigen Folgen der Serie, aber das muss man dem Spiel wirklich lassen. Es bringt die Leute einfach zusammen. Welche Pokémon Go-Infos würdest du in dein Pokédex tun? Hunderte Fans sind zur ersten und sicherlich nicht letzten deutschen Pokémon Go-Safari gekommen. Ob der Hype aber nur ein Strohfeuer ist oder zum Dauerbrenner wird, das ist längst noch nicht entschieden. Für noch mehr interessante Fakten und spannende Top-10-Videos schnapp dir das kostenlose Abo von WatchMojo. Ich laufe auf den Händen und die Löwen glauben, sie können mich fressen. Seid ihr bitte mal ruhig?